Und meine Freunde, ich sag euch, dieser Tipp, das ist der beste Tipp, den ich selber bekommen habe. Und das Krasse an diesem Tipp ist, ihr werdet es nicht machen. Ihr werdet es nicht machen. Das Video wird euch nichts bringen. Oh, Cecil, ich bin so krank. In 2 Tagen muss ich in Urlaub. Was kann ich machen? Besprechen wir nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? So, meine Freunde, heute habe ich einen extrem guten Tipp für euch. Also das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den ich selber vor ungefähr 15 Jahren bekommen habe. Dieser Tipp hat mir so viel weitergeholfen. Und zwar hat das was mit dem Immunsystem zu tun. Es gibt einen Trick, wie man das Immunsystem so extrem pushen kann, dass man grundsätzlich nicht länger, ich sage es nochmal, nicht länger als 2 Tage krank sein kann. Und zwar sah es so aus. Damals hat unser Dozent beim Studium uns gesagt, wenn ihr diese Sachen nehmt, dann könnt ihr nicht länger als 2 Tage krank sein. Und ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein, weil ich kannte mich. Ich war immer 10 Tage krank, bei mir immer. Ich konnte die Uhr danach stellen. Ich war 2-mal im Jahr krank und ich war immer mindestens 10 Tage krank. 2, 3 Tage, an denen es gekommen ist. 2, 3, 4 Tage war ich richtig krank und dann so 3 Tage nochmal so, wo es so abgeklungen ist. Aber ich wusste, konnte ich den Kalender nachstellen, 10 Tage bin ich schon mal weg vom Fenster. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das muss ich ausprobieren. Okay, dann habe ich gedacht, alles klar, der Typ hat Ahnung irgendwie, der hat auch schon Bücher geschrieben, so über Ernährung und über Nahrungsergänzung und so, hat wohl Ahnung. Dann mache ich alles 1:1, ich mache es ganz genauso, wie er sagt, und dann werde ich ja sehen, ob er recht hat. Kann ich wirklich nicht länger als 2 Tage krank sein? Das ist ja schon eine krasse These, weil ihr wisst das, eine Grippe oder mit Fieber, wenn man mit 40 Fieber im Bett liegt, dann ist man schon länger als 2 Tage krank. Deswegen habe ich gedacht, okay, mal schauen, ich teste das jetzt mal, ob da was dran ist. Und um die Geschichte mal vorwegzunehmen, er hatte recht. Ich bin seitdem nie länger als 2 Tage krank gewesen. Ich nehme diese Bestandteile für diesen Immuncocktail, nehme ich auch immer mit in den Urlaub. Also egal, wo ich hinfahre, ich habe immer diese 4 Bestandteile mit dabei. Immer. Oh, echt? Oh. Ich kann auch mal ein Beispiel nennen. Einmal hatte ich an einem Samstagabend 39,9 Fieber. Hab noch gedacht, oh, 1 Bestandteil hatte ich nicht. Dann habe ich mich noch mega krank, ich habe mich echt schlecht gefühlt, in den Nahrungsergänzungsstore geschleppt am Samstagnachmittagabend und habe das noch eingekauft. Und habe angefangen, diesen Immuncocktail so nach Empfehlung zu nehmen. Habe den am Samstagabend genommen, habe den kompletten Sonntag durchgenommen und dann am Montagvormittag hatte ich um 10 Uhr einen Termin, den ich ganz normal wieder gesund wahrnehmen konnte, ohne Fieber. Oh, Cecil! Erzähl jetzt, Mann. Ist doch egal, jetzt sabbel nicht so viel, Mann. Erzähl jetzt, was muss ich nehmen? Ja, Mann. Geduld, mein Freund. Geduld. Und das Krasse an diesem Tipp ist, ihr werdet es nicht machen. Ihr werdet es nicht machen. Das Video wird euch nichts bringen. Weil ich bin so euphorisch. Wenn ich höre, jemand ist krank, dann sage ich immer gleich auch meinen Kunden und allen, ich sage immer sofort, hey, ich habe diesen Immuncocktail. Wenn du den nimmst und jetzt kommt es, jede Stunde. Man muss den Immuncocktail, diese Bestandteile, jede Stunde nehmen. Wenn du ihn jede Stunde nimmst, dann kannst du nicht länger als 2 Tage krank sein. Und da denke ich doch, ey, wie geil. Ich weiß 100%, ich bin mir sicher, jeder wird dadurch gesund, jede Stunde. So. Diesen Tipp habe ich in den letzten 15 Jahren schon ungefähr 500 Mal gegeben. Und was meint ihr, wie viele Leute von den 500 Mal, die ich diesen Tipp gegeben habe, wie viele Leute haben es 1:1 genauso umgesetzt? Was schätzt ihr? So. Die Hälfte oder ein Viertel? Nein! Keiner! Und da denke ich mir, es kann doch nicht sein, okay? Wenn man krank ist, wenn man Fieber hat, wenn man im Bett liegen muss, dann kann es doch nicht so schwer sein, jede Stunde etwas zu nehmen. Weil dieser Immuncocktail, den ich euch jetzt empfehle, da ist die Basis, dass man es jede Stunde macht. Wenn man es nicht jede Stunde macht, dann hat es nichts damit zu tun. Und ich frage dann immer meine Kunden, ja, Moment mal, wie, du bist immer noch krank nach 4 Tagen? Hä, wie meinst du das jetzt genau? Was ist mit dem Immuncocktail? Hast du den genommen? Ja, also den Immuncocktail, den habe ich genommen, aber ich bin immer noch krank. Den Immuncocktail hast du genommen. Bist du dir sicher? Ja. Ich habe den genommen. Ja, ist richtig. Wie oft hast du den denn genommen?
Also so dreimal am Tag. Nein, 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 das ist nicht der Immuncocktail. Der Immuncocktail ist jede Stunde. Man muss es jede Stunde nehmen. Warum muss man es jede Stunde nehmen? Ganz einfach, weil wir haben ja ein Immunsystem. Und das Immunsystem ist komplex. Da gibt es verschiedene Bestandteile. Ich kann euch auch mal ein Video verlinken, da ist das Immunsystem so ein bisschen erklärt. Also es gibt die angeborene, unspezifische Immunabwehr, dann gibt es die erworbene, spezifische Immunabwehr, dann gibt es das auf zellulärer Ebene, auf humoraler Ebene. Und da sind natürlich so Sachen wie Granulozyten, Monozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, Mastzellen, natürliche Killerzellen, alles vertreten, wie auch immer. Ist komplex, aber erklären wir es mal, ich erkläre es mal ganz easy, ganz easy. Jeder versteht das Immunsystem, wenn ich das so erkläre. Ganz easy. Stellt euch vor, eine Stadt, jemand, ein Terrorist, geht rum und erschießt Menschen. So, was passiert dann? Irgendjemand aus dem Fenster beobachtet das. Oh, was ist denn da los? Ich rufe die Polizei. Polizei, hallo? Und dann entscheidet der Präsident der Polizei, okay, ich schicke jetzt mal meine Leute dahin und die bekämpfen den. Die kriegen das schon im Griff und das ist praktisch wie das Immunsystem. Ein Eindringling ist da, entweder Viren, Bakterien oder was auch immer. Und die werden jetzt vom Immunsystem neutralisiert. Also Polizei geht hin, nimmt ihn fest oder erschießt ihn oder wie auch immer. Aber Situation ist im Griff. Wenn da jetzt aber nicht ein böser Mann ist, der Menschen umbringt, sondern 1000, dann muss der Häuptling gucken, oder Häuptling oder Polizeipräsident, wie viele Polizisten haben wir denn da? Wenn wir nur 500 Polizisten da haben, ist natürlich ein Problem, weil die 500 werden wahrscheinlich gegen die 1000 verlieren. Deswegen hat der Polizeipräsident dann die Möglichkeit, die Armee zu rufen. Dann ruft man die Armee, die nächste Institution. Die kommen dann verstärkt mit mehr Leuten, um diesen Terrorist oder die Viren zu bekämpfen. Und deswegen kommt es immer darauf an, sind zu viele Bakterien, Viren, Erreger da oder ist das Immunsystem stark genug? Das ist immer ein Kampf. Die kämpfen gegeneinander, die gehen alle kaputt. Und man muss immer gucken, was hat Überhand? Und wenn zu viele Viren da sind und das Immunsystem kommt damit nicht klar, dann ist man halt komplett krank. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man den Immuncocktail jede Stunde nimmt, weil man jede Stunde wieder neues Material, neue Waffen in den Krieg schickt praktisch. Wenn die da kämpfen gegeneinander und die Munition ist leer, hat man Pech. Und wenn dann mehr Viren da sind, dann hat man echt Pech. Da muss man erst Nachschub liefern und da muss man jetzt nicht nur die Armee, die deutsche Armee, sondern dann die EU und bis die erst kommen, das dauert und dauert. Und deswegen muss man unser Immunsystem ausstatten, dass sie praktisch mehr Waffen im Kampf gegen die Viren oder Bakterien oder Eindringlinge haben. Ganz logisch. Deswegen jede Stunde. Und ich sage euch jetzt die Bestandteile von diesem Immunsystem, was praktisch jede Stunde wieder neue Waffen liefert, damit ihr diese Viren schnell in den Griff bekommt. Das ist Nummer 1. Erstens, meine persönliche mit Lieblingsaminosäure eigentlich, weil sie halt sehr, sehr wichtig ist fürs Immunsystem. Und zwar, das ist Glutamin. Glutamin ist so wichtig, weil Glutamin ist Hauptnährstoff von den weißen Blutkörperchen. Also unsere Immunabwehr nimmt das als Hauptnährstoff. Deswegen sehr, sehr wichtig. Da nimmt man 10 Gramm Glutamin pro Stunde. Das ist sehr hochdosiert. Also alles, was ich jetzt erzähle, diese 4 Bestandteile, sind sehr, sehr hochdosiert. Und ich kann euch ja nur sagen, wie ich es damals empfohlen bekommen habe und wie ich es mache. So, ob ihr das jetzt macht, ist ja eure Sache. Aber so habe ich es empfohlen, so mache ich es. Aber natürlich, wenn ich diese Dosierung, die ich jetzt gleich erzähle, irgendwie im Arzt oder im Apotheker, da schlackern natürlich die Ohren. Wie viel nehmen Sie davon? Sie sind doch krank. Also, 10 Gramm Glutamin jede Stunde. Dann Vitamin C. 1 Gramm jede Stunde. Ich weiß, Vitamin C kann man nicht unendlich aufnehmen. Es kann auch ausgeschieden werden. Aber trotzdem, wenn der Bedarf da ist und der Körper sagt, hey, ich brauche jetzt gerade mehr Vitamin C, dann kann man schon mehr aufnehmen. Deswegen, ich habe lieber zu viel im Angebot als zu wenig. Ganz klar. Deswegen, 10 Gramm Glutamin, 1 Gramm Vitamin C, dann 25 Milligramm Zink. Das ist eigentlich ungefähr ein Tagesbedarf, 25 Milligramm Zink und Grippehl. Das ist so ein homöopathisches Grippemittel. Grippehl, ungefähr so 10 kleine Kapseln. Und das sind natürlich Dosierungen an sich, das ist praktisch eine Tagesration, aber die nimmt man jede Stunde. Worauf ihr achten müsst, ist, dass wenn ihr Zink zum Beispiel auf leeren Magen nehmt, dann wird euch echt schlecht. Also ihr könntet euch übergeben. Deswegen lieber immer was dazu essen. Also ich, immer wenn ich den Immuncocktail einnehme und gerade Zink, dann gucke ich, dass ich immer schon mal irgendwie 2, 3 Happen von irgendwas auf jeden Fall im Magen habe. Und natürlich viel trinken. Ihr müsst natürlich viel trinken. Ihr wollt, dass diese ganzen totgeschossenen Viren auf der Straße natürlich auch abtransportiert werden. Und für den Abtransport ist natürlich immer Wasser ganz gut. Klar, weil wenn ihr eine Lagerhalle habt, riesig, 5000 Quadratmeter, und ihr sollt die sauber machen und ihr kriegt dann einen kleinen Eimer Wasser in die Hand, deswegen natürlich viel trinken, viel trinken. Und mit den Dosierungen, also das ist natürlich eine Tagesdosierung, was man eigentlich nimmt, aber man nimmt es ja nicht über Monate, sondern man nimmt es mal über 2, 3 Tage. Und der eine Fehler, den ich auch selber oft mache, also ich nehme das dann und fühle mich am ersten Tag schlecht und es ist wirklich eine Überwindung, aufzustehen, das kurz zu machen, zu trinken, das ist immer so, oh Mann, ich bin krank, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber nach einem Tag, wenn ihr es einen Tag durchnehmt und dann den nächsten Tag, dann merkt ihr, an irgendeinem Punkt werdet ihr das merken, so, dass ihr auf einmal so richtig Kraft habt von innen, also dass ihr denkt so, oh, jetzt geht's mir schon viel besser. Und da
Habe ich auch in meinem Leben schon oft den Fehler gemacht, dass ich dann nicht weitergemacht habe. Also wirklich, schließ das so lange ab, noch den ersten Tag, den zweiten Tag und vielleicht noch den zweieinhalbsten Tag. Also macht es auf jeden Fall so lange, dass ihr wirklich merkt, ihr seid jetzt wieder gesund. Also ihr seid wieder safe. Weil sonst natürlich, wenn ihr denkt, okay, jetzt geht es mir schon wieder besser, aber ich bin noch krank und ich höre auf, ja klar, dann, ich meine, denkt immer an das Schlachtfeld, ne? Ihr habt jetzt gerade so die erste Etappe gewonnen, aber da sind ja noch Viren übrig und ihr seid noch nicht gesund. Deswegen nehmt es wirklich noch einen Tick weiter, bis ihr wirklich merkt, okay, ich bin jetzt wirklich vollständig gesund. Aber wenn man so eine hohe Dosierung jetzt mal 2, 3 oder 4 Tage nimmt. Die Leute haben ja immer Angst. Oh, zu viele Vitamine, zu viele Vitamine. Aber ganz ehrlich, zum Beispiel eine Überdosierung an Vitamin A, es sind weltweit 20 Todesfälle, wo Leute an zu viel Vitamin A zum Beispiel sterben. Aber es sterben Millionen Menschen jedes Jahr an Nährstoffmangel. Also wo ist denn da die Relation? Also die Leute haben Angst vor zu viel. Das ist so, als wenn ich sage, boah, nee, also so viel Geld verdienen will ich nicht. Und so gesund sein will ich auch nicht. Also ich persönlich habe lieber irgendwo eine Überdosierung, weil ich kann ja immer noch runterfahren, das merke ich ja irgendwann. Fängt es an zu jucken, die Haut, ich kriege Ausschlag, dann merke ich ja, okay, vielleicht habe ich jetzt, wenn ich so einen Immuncocktail über 3 Monate durchgehen mache, irgendwo kriege ich dann schon irgendwelche Erscheinungen, dann fahre ich das halt wieder runter. Also diese Angst vor zu viel Vitamin, das ist immer so, oh, wieder, ich will da nicht zu viel sagen, aber das ist wieder so ganz gesteuert. Und meine Freunde, ich sag euch, dieser Tipp, das ist der beste Tipp, den ich selber bekommen habe. Ich nehme diese Sachen immer, wenn ich es merke, immer. Und ich war in den letzten 15 Jahren wirklich nie mehr länger als 2 Tage krank. Und in den letzten 7 Jahren hatte ich gerade gestern noch überlegt, so wie oft war ich eigentlich in den letzten 7 Jahren krank. Ich glaube nur 1 oder 2 Mal, dass ich überhaupt krank war und diesen Anflug hatte. Dann habe ich das genommen und das Thema ist durch. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht. Von jetzt, keine Ahnung, 10.000 Leuten, 20.000 Leuten, die das sehen werden, werden es vielleicht 0,5 oder 1 umsetzen. Und ich hoffe, ihr gehört wirklich zu diesem einen. Also zu diesem einen, die es wirklich diszipliniert durchziehen. Und dann schreibt ihr mir rein, wenn ihr nächstes Mal krank seid, schreibt mir rein. Und schreibt rein, ich habe es gemacht. Ja, Cecil, es hat geholfen. Cecil, danke für den Tipp. Ist mir scheißegal. Ich mach das jetzt, ich bestell mir die Sachen. Ich zieh das jetzt jede Stunde durch. Ist mir egal. Ich mach das sofort. Danke. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment, einmal abonnieren. Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag, Instagram, ein paar Fotos, Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnieren-Button zu drücken. Weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. Keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Cecil.